Hallo, ihr Lieben. Hallo, hallo. Schön, seid ihr alle da. Hallo. Und wollt wissen, um was es da geht bei dieser Fischdöner-Geschichte. Ja, die Andrea und ich, wir haben ja ein ganz geniales Wochenende in Istanbul erlebt. Wir haben nichts geplant. Als wir gelandet sind, war die Planung zu Ende. Natürlich hatten wir ein Hotel, aber sonst wussten wir, was wir machen wollen, aber wo und wann gemacht wird. Wir hatten keinen Plan und haben uns einfach komplett führen lassen. Und es hat alles wunderbar geklappt. Es war immer alles Bäm da. Wir wollten Rooftop-Terrasse, Bäm, Rooftop-Terrasse da. Wir wollten Massage, Bäm, Massage da. Es war also immer alles da. Und es war auch der Fischdönerstand da. Ja. Der war auch immer da und bist ja immer dran vorbeigelaufen. Und da war sicher jeden Tag, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit wir dran vorbeigelaufen sind, war eine Schlange, boah, sicher 10 Meter oder länger. Minimum, Minimum. Unglaublich, die Leute sind ewig angestanden für diesen Fischdöner. Und wir sind immer vorbeigelaufen und haben gedacht, was stehen die da an? Was gibt's da? Was gibt's da? Ist ja unglaublich. Für was kann man denn so lang anstehen? Und jetzt übergebe ich dir die Geschichte, Andrea. Erzähl du mal weiter. Ja, es hat sie, da ja die Schlange so lang war, der Fischdöner stand, war absolut nicht einladend. Also es war klar, es ist jetzt kein Nobelhotel oder so, sondern die Leute standen an einem stinknormalen Fischdönerstand Schlange, wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es war immer so eine Wahnsinnsschlange da. Und es passiert ja jetzt, dass Spannende, oder warum wir auch dieses Live machen, der Verstand hat sich auf einmal gefragt, was gibt es denn da? Was ist da so besonders? Verpasse ich da was? Ich muss das auch haben. Immer wenn wir an diesem Dönerstand vorbei sind, also ich habe mich zumindest immer gefragt, ich muss das auch haben, ich verpasse sonst was, das muss ganz, ganz, ganz was Besonderes sein, weil sonst würden ja nicht rund um die Uhr die Leute nur an diesem Dönerstand, also man muss sich das so vorstellen, es ist eine Einkaufsstraße mit ganz vielen Bars, Restaurants, Dönerstände. Es gab ja diesen Fischdöner woanders, oder? Also links und rechts waren auch Fischdönerstände, aber da stand keiner. Nur an dem einen, der wo eigentlich am unschönsten war, da standen die Leute Schlange, oder? Und umso öfter, dass wir vorbeigegangen sind, umso mehr wollte ich unbedingt diesen Fischdöner haben. Und ich habe mir gedacht, ich will das auch haben. Ich muss auch das haben, weil wenn das so toll ist, dann verpasst sie was. Vielleicht verpasst sie ganz was Tolles aus Istanbul oder wo ich später bereue. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber das war so die Grundenergie. Dann hat ja Patricia in Reising abgeholt gehabt. Da bin ich allein spazieren gegangen, eben auch wieder an dem Fischdönerstand vorbei. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt diesen Fischdöner. Dann war mir aber die Schlange zu lang, weil die war nur elendslang. Und ich wusste aber, ich muss unbedingt diesen Fischdöner haben. Es muss ganz was Besonderes sein. Und wir sind dann nur in den Ausgang gegangen und dann war die Schlange ja halbiert, weil es schon relativ spät war. Es war fast 23 Uhr. Die Schlange war vielleicht nur 5 oder 6 Meter lang, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt so einen Fischdöner haben. Ich brauche das jetzt. Ich stelle mich da an, ja, dann haben wir uns da angestellt. Dann habe ich eigentlich bei der Zubereitung schon gesehen, dass das eigentlich gar nicht mein Ding ist, oder? Also ich hatte gar keine Lust auf das. Also ich wusste eigentlich vorher schon, Fischdöner ist nicht meins, aber mir hat diese Gier getrieben, dieses Gefühl, ich verpasse was, wenn ich jetzt nicht diesen legendären Döner da esse, wo doch alle essen. Ja, der muss ja legendär Der muss ja sein. legendär sein. Also die Zubereitung hat absolut unspektakulär ausgeschaut, außer wie der die Gräten daraus gemacht hat. Aber das ist ja nebensächlich. Aber ich muss den haben, sonst verpasse ich das Highlight von Istanbul.
Und umso näher, dass wir in der Schlange waren, ich habe dann schon gemerkt, es ist, glaube ich, nicht das, was ich haben will, aber ich muss es haben, um jeden Preis. Ich habe die Wartezeit in Kauf genommen, wir sind da angestanden, es hat gestunken nach Fisch, wie in einem Aquarium, oder? Und ich muss den unbedingt haben. Und dann hat ihn endlich den Döner und dann habe ich festgestellt, es ist absolut nicht meins. Er schmeckt noch nichts, das ist absolut nicht meins. Und es war völlig unspektakulär. Es war unspektakulär. Wir haben ein viel besseres Essen gehabt, die 3 Tage, als diese Fischdöner, wo die ganzen Leute dann standen. Und dann war es spannend, Patricia hat dann in der Schlange gehört, ja, dass der durchs Internet berühmt worden ist, durch YouTube. Wir haben das dann auch verfolgt. Die hat auf YouTube, gab es einen Beitrag, der eine hat 350.000 Likes. Der andere hat sogar 2 Millionen Likes gehabt, der Beitrag. Und ein Beitrag. Ein Beitrag. Also ich teile gerne die Seite, wer es sehen will. Und da passiert ja eigentlich das Spannende. Was hat das mit mir gemacht? Nur weil der so viele Likes gehabt hat, hat jeder, der wo in dieser Schlange gestanden ist, gemeint, er muss das haben. Es ist ganz was Besonderes. Das war nur eine Annahme, die getroffen worden ist, weil der Mensch, der Dönerstand auf YouTube 2 Millionen Likes gehabt hat, ist wahrscheinlich jeder Tourist aus Istanbul zu diesem Fischdönerstand pilgert und wollte ihn unbedingt haben. Aber es hat sich keiner gefragt, will ich das überhaupt? Will ich Fischdöner? Muss ich jetzt Fischdöner haben? Ist das meine Erfüllung? Will ich jetzt wirklich diesen Fischdöner haben? Ist das das, was mich begeistert? Na, ich bin der Masse gefolgt. Ich bin der Herde gefolgt. Ich hatte Angst, dass ich was verpasse. Und das ist ja das, was man so oft auch im Leben hat. Man bricht was übers Knie im Außen, weil man meint, man verpasst was. Man verpasst was. Man weiß innerlich vom Selbstkonzept her, vom Gefühl her, das ist gar nicht das, was mir entspricht. Ich mag weder Fisch noch finde ich das toll, wie die das zubereiten. Noch habe ich Bock, so lange anzustehen. Also mir hätte man eine wesentlich bessere Alternative gehabt. Aber ich bin mir selber da untreu geworden. Wenn man es jetzt mal ganz krass sagt, ich bin mir untreu geworden. Ich wollte das, was alle haben. Und was steckt dahinter? Wenn es alle haben, muss doch gut sein. Wenn es jeder so macht, muss das doch was Besonderes sein. Wenn ich mich nicht der Norm anpasse, dann verpasse ich was. Dann bin ich vielleicht nicht richtig. Dann bin ich vielleicht kein richtiger Tourist, wenn er mir jetzt diesen Döner entgehen lässt. Und deshalb ist eben auch dieses Video entstanden, weil es gar nicht um den Fischdöner geht, sondern es geht darum, was uns tagtäglich begleitet. Ich muss der Norm entsprechen, ich dackel der Masse nach, ich traue mich nicht, mein eigenes Ding zu machen, ich traue mich nicht Nein sagen, ich mag keinen Fischdöner, es ist mir völlig wurscht, wie der Fischdöner schmeckt, ob ich was verpasse. Das ist nicht mein Standard, das ist nicht das, was ich haben will, sondern ich füge mich in ein Konstrukt der Gesellschaft ein und versuche mich dort zu entfalten. Und umso mehr, dass ich in dieses Konstrukt eintauche, was mir meinem Divine Design eigentlich völlig widerstrebt, umso anpisster werde ich. Also mir hat die Schlange anpisst, mir hat die Fischzubereitung anpisst, aber ich bin trotzdem blieben. Ich bin trotzdem blieben und ich habe den gekauft und habe mir noch gegessen. Ich habe nicht mal in Tonne gerührt, sondern ich habe mir sogar noch aufgegessen und mir war es dann schlecht. Aber das ist das, was uns jeden von uns im Alltag passiert. Ich gehe vielleicht am falschen Weg, ich folge der Masse, ich folge der Norm, mein Divine Design schreit schon, das ist nicht deins, das ist nicht deins. Und der Verstand sagt doch, jeder macht das so. Das muss richtig sein. Du musst dem Weg folgen. Du musst der Herde folgen. Das Divine Design schreit immer lauter. Na, das ist nicht das, was du möchtest. Das ist nicht Divine Design, was du da magst. Das ist Verstandssache, oder? Nur weil er meint, dass das gut für dich ist. Und ich unterdrücke mein Divine Design im Moment und reibe mich wirklich in die Scheiße, oder? Und das kennen wir alle. Ich folge am falschen Ideal. Ich traue mir nicht zu sagen, wie ich es haben will, limitlos. Ich traue mich nicht, dass ich
raussteche aus der Masse, dass ich da stehe und sage, wow, ich bin der Stern, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo es lang geht, sondern ich lasse mich unterdrücken von der Normalität oder vom Durchschnitt, füge mich da ein in meinen Platz an der Schlange und lebe mit dieser Gesellschaft mein Leben, was ich gar nicht haben will. Und dann kommt Unzufriedenheit, dann kommt das, dass ich traurig wäre, dann kommt die Ablehnung, weil mein Divine Design lehnt das ab. Das lehnt das ab. Und dann sitze ich genau da, wo ich eigentlich nicht sitzen will, in der Unzufriedenheit, in dem Konstrukt, dass ich vielleicht gar nicht weiß, wie soll es denn weitergehen. Ich will gar nicht, dass es weitergeht, weil das, was mir erwartet, das ist nicht das, was mir entspricht. Ich stehe in einer Schlange in meinem Leben und ich weiß, dass was mir erwartet, das entspricht mir gar nicht. Und das ist dann auch das, wo Krankheit entsteht. Ich habe das selber erlebt. Ich stand dann an einem Punkt in meinem Leben, da wusste ich, das ist nicht meine Zukunft und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und das war genau die Schlange am Fischdöner stand, wo ich wusste, ich will gar nicht ankommen. Ich will das nicht essen, was mir erwartet. Ich will nicht mein Leben lang Fischdöner essen. Und ich wusste aber einen Ausweg nicht. Und das ist dann das, wo Krankheit entsteht, wo ich von meinem Partner verlassen werde, wo ich vielleicht Geldsorgen bekomme, wenn ich in der Schlange stehe, weil mir das, was mir erwartet, weil ich das nicht haben will. Ich stelle mich da rein, weil alle dort stehen und dann muss es toll sein. Es muss toll sein. Ja, weil eigentlich hat jeder die Annahme getroffen, das muss toll sein. Das waren aber alles Touristen, die wo auch einmal und nie wiederkommen sind. Traum jetzt was zu sagen, oder? Und dann stehe ich da in meiner Lebensschlange. Das, was ich sehe am Ende, das begeistert mich nicht. Und nur weil jeder oder die meisten diesen Weg folgen, stelle mir an die Schlange und gehe mit. Weil ich mich nicht traue, nicht in die Schlange zu gehen. Und weil ich mich nicht traue, zu sagen, ich verpasse absolut gar nichts, wenn ich mein Ding mache. Ja. Wenn ich mein Ding mache und wenn ich mich eben nicht beirren lasse, was alle anderen machen, wie es alle anderen machen, wo alle anderen anstehen. Also das heißt auch, wo alle anderen blockiert werden. Ja, das ist ja so viel Marketing auch hier unterwegs. Weißt du auch? Kennst du auch? Kennst du es, wenn? Oder was auch immer. Und dann hat man irgendwie fast schon das Gefühl, nee, das kenne ich gar nicht. Aber irgendwas ist an mir falsch. Wenn ich diese Problematik nicht sehe, wenn ich diesen Fischdönerstand nicht sehe und einfach immer dran vorbeilaufe, dann muss ja mit mir was falsch laufen, oder? Und so passiert es so, so oft, dass wir uns von irgendetwas cashen lassen, einfangen lassen, was wir gar nicht wollen. Weil wir nicht wissen, was wir wollen dürfen, was wir wollen, ohne etwas zu verpassen. Und man weiß vorher schon, das ist nicht das, was sie will. Genau. Und ich studiere, was ich nicht will. Ich mache eine Ausbildung, was ich nicht will. Viele heiraten sogar Menschen, die sie nicht heiraten wollen. ich mache einen Job, den ich nicht will, um zu Geld haben, um in die Gesellschaft zu passen, um endlich angekommen zu sein, um endlich gut genug zu sein und so weiter und so fort. Und es waren ja auch bei dir so viele Hemmvorstellungen, wo du dich in die Schlange gestellt hast und gedacht hast, wann komme ich endlich vorne an? Bei der Familie, beim Kind, beim Lebenspartner, wann komme ich dort an? Bis du rausgefunden hast, Ich will da gar nicht ankommen. Und deshalb habe ich mir ja so viel Stolpersteine kreiert, weil ich nicht ankommen wollte. Ich wollte nicht heiraten, ich wollte kein Kind. Ich habe gemeint, ich muss das, ich bin fast 40, macht man halt so. Ich muss heiraten, ich muss ein Kind haben und ich wollte aber nicht ankommen und deshalb kam es Gott sei Dank gar nicht zustande, weil ich mir da doch unbewusst selber sehr treu war. Aber es war ein harter Weg, weil ich es so lange nicht verstanden habe, dass nicht das ist, was ich will, was ich wirklich will, dass ich Freiheit will, unabhängig sein. Eine Partnerschaft, die wo inspiriert, begeistert, wo ein Abenteuer ist und nicht zu Hause sitzen mit einem Kind. Für mich ist
Hochzeit irgendwo der Knebel gewesen, unbewusst, deshalb wollte ich es nicht. Ich meine, ich sage nicht, dass Hochzeit der Knebel sein muss, ich kann mir das ja ganz toll vorstellen, aber in meiner Vorstellung war das der Knebel für immer und ewig, ich zu Hause mit dem Kind, der Mann arbeitet und so verbringe ich den Rest meines Lebens. Und mein Divine Design wusste das, dass das nicht mein Wunsch ist, und ich sage ja nicht, dass falsch ist, wenn jemand den Wunsch hat, wenn das seine höchste Erfüllung ist, aber bei mir war es einfach nicht die Erfüllung, und deshalb habe ich mich in der Schlange eigentlich immer wieder ausgeklinkt und hinten angestellt, dass ich ja nicht ankommen muss, weil ich das nicht essen wollte, was mich vorhin erwartet. Und das muss man halt erkennen. Was will ich wirklich? Warum? Warum? Das war im Ultramind ja meine Lieblingsfrage. Warum? Warum? Warum willst du denn das? Ich hatte keine Antwort drauf, bis ich am Schluss drauf gekommen bin. Ich will das so, wie ich mir das vorstelle. Ich will das so gar nicht. Ich will das nicht. Da war so eine Abneigung da, wie gegen den Fischdöner. Ich will es einfach nicht. Oder ich will frei sein. Ich will mich bewegen können. Ich will wachsen. Ich bin ein enormer Mensch. Ich will wachsen. Und ich will nicht in der Schlange stehen, heiraten, ein Kind kriegen und stehen bleiben. Das waren meine Annahmen über das Thema Hochzeit, Kind. Und das ist eben an diesem Fischdönerstand wieder so klar geworden, oder? Wie oft treibt man sich in diese Reihe ein und man will gar nicht ankommen, weil man sich gar nicht traut, limitlos, grenzenlos zu denken, was entspricht mir denn wirklich, was entspricht meinem Kern, oder meinem Kern, wo alles möglich ist, wo Freude herrscht, wo Freiheit herrscht. Wie stelle ich es mir denn da dann vor? Und da muss sie keinen binden, da muss sie keine Anhaftung an was haben, sondern da ist jeder Tag toll. Und genau das mit diesen Anhaftungen, diesen Wahnvorstellungen. Ich meine, die Fischdöner-Geschichte ist auch eine Wahnvorstellung gewesen. Ja. Wir haben nicht mal irgendeinen gefragt, warum stehst du da? Wir hätten fragen können. Wer hätte fragen können, wieso steht ihr alle da an? Wir haben keine gefragt. Wir haben selber Wahnvorstellungen, Wahngeschichten uns erzählt, dass das was ganz, ganz Tolles sein müsste, weil die ja da alle anstehen. Ja. Aber wahrscheinlich hätte der Großteil der Leute, wenn wir sie gefragt hätten, warum steht sie da an, hätte sie gesagt, weil alle da anstehen. Und da muss es ja ganz toll sein, oder? Und ich meine, dieses Phänomen, das kennen wir. Wer ist nicht schon in der Schlange gestanden, in einem Nachtclub oder in der Diskothek, kommt dann rein und merkt, es ist total leer da drin. Ja, das ist dieses Phänomen. Und das mal wieder auf den Tisch zu legen und zu erkennen und zu sagen, hey, lass dich doch nicht blenden von Dingen, die dir eingeredet werden, dass du die wollen müsstest, damit du gut genug bist, damit du dazugehörst, damit du Teil davon bist. Und gleichzeitig will ich aber das gar nicht. Ich will nicht Teil davon sein, weil ich ein Leader sein will, weil ich vorausgehen will, weil ich Neues generieren will, weil ich tatsächlich meine Schöpferrolle annehme und sage, je unbekannter das Zeug ist, das ich mir vorstellen kann, desto geiler ist es und desto mehr komme ich in meine Schöpferrolle. Desto außergewöhnlicher das ist, desto noch nie gesehen, noch nie da gewesen, desto geiler, desto mehr macht mir das Spaß. Das ist mein Job als Schöpfer, das Neue zu generieren. Aber dazu muss ich vollkommen krass ausstellen. Und bereit sein, dass ich meine Komfortzone verlasse. Naja, so komfortabel war es jetzt in der Schlange auch nicht. Nein, nicht wegen dem. Aber die Komfortzone ist ja nur das Bekannte. Ja. Im Unbekannten kann es genauso komfortabel sein. Aber ich muss es mir erlauben können, dass es Unbekannte absolut hundertprozentig komfortabel ist. Weil komfortabel ist ja das, wo ich mich wohl fühle, wo ich mich sicher fühle, wo es bequem und angenehm ist. Und das ist bei mir selber. Ich kann es bei mir selber überall erreichen. Ich kann hingehen, wo ich will. Ich kann es extrem komfortabel finden. Bist noch da, und, Andrea? Ja, und so waren ja unsere drei Tage. Wir hatten mal keinen Plan, wir hatten einen Flug, wir hatten ein Hotel. Und die Energie hat aber passt. Und so hat uns Leben oder im Flow
so die geilsten Orte gebracht. Wir haben nicht gesucht nach Orte. Wir haben absolut keinen Plan gehabt, was wir wann wie machen, was sie ergeben wird, wo wir essen wollen. Und wir wussten aber von der Energie her, wie es sein soll, wie es sein soll. Wir haben ein paar Mal Nein gesagt, bei Angeboten, wo uns nicht entsprochen haben, dass es ja das, dass ich sage, nein, das gefällt mir nicht, ich will nicht auf der Straße sitzen, ich will nicht in ein Tourismusrestaurant. Perfekt wäre jetzt ein typisch türkisches Restaurant zum Beispiel. Uns hat die Energie dorthin gezogen. Genauso wie wir einen super Yachtausflug am Bosporus gehabt haben. Nicht auf einem Massenschiff, nur weil wir gewusst haben, wir wollen keine Massenveranstaltung, wir wollen keine Tanzeinlage, wir wollen nicht auf dem Schiff essen, sondern wir wollen einfach nur einen tollen Sonnenuntergang. Wir haben das perfekte Angebot gefunden. Die Yacht war nicht überfüllt, es waren vielleicht, ja, keine Ahnung, es waren weniger, also es war, wir waren frei auf der Yacht, wir sind mal ganz vorn gesessen, Logenplatz gehabt, wir sind mal dann nur auf so eine geile Dachterrasse gekommen, auch durch Zufall, wir wollten eigentlich ins Bett, hat uns die Energie da nur reingezogen mit DJ, alles, Blick über Istanbul, nächster Morgen, wir sind mal an keiner Moschee angestanden, wir haben ein Restaurant mit Dachterrasse für uns allein gehabt, das ist aber der Impuls, da gehe ich hin, das hätten wir uns gar nicht raussuchen können, da hätte es gar nicht so recherchieren können, dass ich dann genau dort bin, dann hat man ja, ich hatte meine tollste Massage seit 3-4 Jahren, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir haben eine sensationelle Massage gekriegt, obwohl wir auf dem Weg zum anderen Massagestudio waren, wo wir uns rausgesucht haben, hat uns die Energie dahin geschickt. Hat uns eine tolle Masseuse beschert. Ich weiß gar nicht mehr, was dann alles war. Wir haben auf der Dachterrasse Kaffee getrunken. Es war null Stress. Wir haben alles gesehen, was wir wollten. Wir haben das Schönste vom Schönsten gehabt. Für uns allein ist, wir waren nie in der Menschenmasse. Wir haben immer einen Platz gehabt. Wir haben immer gewusst, was ist als Nächstes zu tun. Aber das ist eben die Energie, die zieht. Wie der Kai, der zieht mich da. Und wenn ich dem nichts entgegenstehe, wenn ich nicht sage, ich muss das und das und das, muss ich erledigen und hoffentlich ist da keine Schlange und hoffentlich ist nicht das und hoffentlich ist nicht das, das ist der Stress. Aber wenn ich sage, ich will es locker leicht, ich will Begeisterung, ich will was so Außergewöhnliches erleben und ich richte meine Energie dorthin aus und lasse mich dann ziehen, dann weiß ich, ha, genau, das ist mein Restaurant, das ist mein Massagestudio, jetzt gehe ich da und dahin. Und dann ist sogar ein Städtetrip in einer 15 Millionen Einwohnerstadt der reinste Spaziergang. Das ist entspannt, das macht Spaß. Du lernst so viele interessante Menschen kennen. Du bist einfach immer richtig ohne Aufwand. Und das ist der Flow. Bis zu dem Moment, wo sie der Verstand eingeschalten hat. Bis zu dem Moment, wo die Schlange vom Fischdöner dem Verstand überzeugt hat und gesagt, das kannst du jetzt nicht auslassen. Das können Sie jetzt nicht auslassen. Ja, genau das ist das, wenn der Verstand das Regime übernimmt, ist es nicht mehr Divine Design. Und ich meine, egal, ob es ein Fischdöner ist, der einem nicht schmeckt, und es ist nie schlimm. Es ist nie schlimm. Das muss ich auch kapieren. Ich muss einfach nur kapieren, was gelaufen ist. Warum die Sachen gelaufen sind, gut gelaufen sind und warum dann eine oder zwei Sachen nicht so gut gelaufen sind. Da muss ich wissen, wer war ich, was habe ich gedacht, was war mein Hintergrund, was war meine Vorstellung. Warum habe ich das quasi outgepusht? Warum habe ich mich so gezeigt? Warum habe ich mich so ausgedrückt? That's it. Aber ich muss das Prinzip verstehen. Ich muss es einfach verstehen. Es ist ein absolutes Prinzip. Da gibt es keine Relationen, da gibt es keine Relativität, da gibt es keine Einschätzung, da gibt's gar nichts. Es ist einfach so, dass ich das bin. Mal bewerten. Na? Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich auch immer wieder in meinem Coaching sage. Und es passiert auch trotzdem immer wieder, dass Leute darauf hinkommen. Du musst dir nicht überlegen, mit was du den Scheiß manifestiert hast. Du musst dir nur überlegen, wer war ich gerade? Was habe ich gerade gedacht? Was für Annahmen habe ich getroffen? Was für Überzeugungen habe ich verfolgt, als ich in diese Situation kam? Und wie möchte ich es denn gerne verändern, dass es so ist, wie ich es haben will? Das ist das Wichtige.
Das sind so, so leichte Sachen eigentlich, die dem Verstand halt leider so schwer fallen, weil es nicht gewöhnt ist, weil er es einfach nicht gewöhnt ist. Und da einfach jedes Mal auszusteigen, einfach wieder aussteigen. Das ist die Kunst. Und ab und zu eine Fischdiener-Story ist ja auch amüsant, oder? Total. Ja lustig. Das war der einzige Mangelzustand an den 3 Tagen. Ja klar, weil da habe ich gemeint, ich muss was haben. Mir fehlt was. Ich brauche das jetzt. Weil sonst habe ich einen Mangel, wenn ich das jetzt nicht habe. Und die andere Zeit war wow. Da war man aufgehört von dieser Begeisterung. Logischerweise ist die Begeisterung immer mehr geworden, weil es ihr ja schon war. Und der Fischdöner war dann erst krasse Gegenteil. Da habe ich gemeint, mir fehlt was, wenn ich jetzt nicht diesen Döner esse. Mir fehlt was, wenn mein SP nicht da ist. Mir fehlt was, wenn ich das Geschäft nicht abschließe. Mir fehlt was, wenn das nicht ist. Also deshalb ist ja die Fischdöner-Story lustig, aber sie spiegelt das Prinzip gnadenlos, oder? Also ein ganz tolles Beispiel. Wenn ich im Mangel bin, dann bin ich im Mangel und dann hilft mir der Fischdöner nicht. Also das heißt, wenn ich im Mangel bin und selbst wenn ich jetzt geschmeckt hätte, aber wenn ich meine, mir fehlt ohne den was, der wahrscheinlich schmeckt er mir da nicht mal, dann macht mich der nicht ganz. Dann macht mir der nicht ganz. Und wenn ich meine, mir fehlt eine Person im Außen, mir fehlt der Erfolg, mir fehlt Geld, selbst wenn ich das Geld habe, wird es wieder gehen, weil ich nicht ganz bin. Oder der Partner geht wieder, weil ich einfach nur nicht die bin, die das schon hat. Und ich habe gemeint, mir fehlt was, wenn ich diesen Döner da nicht habe, weil da verpasse ich was. Und ich hatte weder Hunger noch Genuss. Ich musste ihn einfach haben. Und, ja, und das ist eine Mangelenergie. Und die Frage sich immer wieder zu stellen, wenn ich halt einen Wunsch habe, habe ich diesen Wunsch aus Mangel oder habe ich diesen Wunsch aus Begeisterung? Ist es mein Divine Design, das sich ausdrückt in diesem genialen Kleid oder in dieser genialen Beziehung, in meinem genialen Business? Oder ist da noch ein Umzug dabei? Und das ist es. Das ist das Einzige, was ich mich fragen muss, wenn ich was will. Verstärkt es oder soll es füllen? Ja, und umzu. Ja. Das sind so, so geheime Sachen, die sind immer umzu, umzu, umzu. Und wenn ich es dann ganz runterbreche, dann ist es immer, um endlich gut genug zu sein, um zu beweisen, dass ich es kann, um zu beweisen, dass ich es geschafft habe, um zu beweisen, wie gut ich bin. Und dann habe ich eine Never-Ending-Story. Dann stehe ich immer wieder in irgendeiner Schlange für irgendeinen Fischdöner an. Und merke am Schluss, sie will das so gar nicht, ja? Ja. Und es geht wirklich darum zu erkennen, dass ich absolut, absolut hundertprozentig keine Relationen herstellen muss. Weil wenn ich etwas entscheide, wie ich es haben will, dann darf ich es einfach entscheiden, weil es mir gefällt, weil es mir entspricht, weil es mir Freude macht, weil ich es geil finde und so weiter und so fort. Und deswegen kommt es auch, dann ist es in meinem Leben, dann bin ich das schon. Dann bin ich das schon. Aber diesen relativen Verstand, der immer in Relationen denkt, Zusammenhänge sind Relationen, Rückschlüsse sind alles Relationen, die Energie braucht es nicht. Die Energie braucht es nicht. Die braucht keine Relation. Die Energie braucht einfach ein On oder ein Off. That's it. Und es ist so fantastisch, je tiefer und tiefer ich in diese Sachen reinkomme, desto klarer erkenne ich, was es heißt, wirklich Divine Design zu sein. Und zwar nicht, weil ich geboren wurde, weil ich so viel erreicht habe, weil ich so viele Freunde habe, weil ich so viele Fischdöner angestanden bin. Keine Ahnung. Scheißegal, was ich jemals getan habe. Ich bin es schon lange, immer schon gewesen. Immer. Nur meinen Kopf muss ich dahin trainieren, dass er aufhört, in Relationen und in Relativitäten zu denken. Weil wenn es keine Relationen gibt und keine Relativitäten gibt es auch kein Gut und kein Schlecht und keine Bewertung. Automatisch nicht. Da muss ich mir nicht sagen, nicht bewerten, nicht bewerten.
sondern dann gibt es gar keine Bewertung mehr, weil alles absolut einfach so ist, wie ich sage, dass es ist. Punkt. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Coaching. Coaching ist total einfach. Aber irgendwie ist es halt auch nicht so einfach, weil wir uns halt unseren Verstand immer wieder erinnern müssen. Immer wieder. Und auch diese Fischdöner-Story war ja für dich so wertvolle Erinnerung dann wieder auch, oder? Andrea, bei dir ist es dann plötzlich so gegangen, so, so mit Klarheit wieder gekommen, bloß wegen diesen verdammten Fischdöner. Ja, also der hat wirklich, der war sehr wertvoll für mich. Ich muss sagen, ich habe mich danach maßlos geärgert, weil ich mir dachte, jetzt bin ich da wieder reingefallen, jetzt bin ich da wieder reingefallen und jetzt habe ich wieder leiten lassen, dass ich irgendwas verpasst. Es macht ja nichts, aber ich habe mich am Anfang wirklich sogar geärgert, weil es ein klassisches Ding war und für mich hat sich aber nun mal ganz ein neues Feld eröffnet, dass ich bewusst, ganz egal wo ich bin, immer Nein sagen kann. Das entspricht mir nicht. Nein. Wenn 100 Leute anstehen, das entspricht mir nicht. Nein. Weil wenn ich nie Nein sage, kann ich ja nie zu 100% Ja sagen. Oder wenn ich immer Ja sage, dann werde ich nie ein Commitment abgeben für mich, für mein Leben, für das, was ich wirklich will. Egal, was andere denken, ganz egal, das ist mein Leben und der andere denkt eh das, was ich denke. Also wenn ich denke, jeder findet es toll, jeder unterstützt mich, jeder ist begeistert, dann kann ich so oft Nein sagen, wie ich will. Ich bin immer unterstützt, geliebt und gewertschätzt und das hat mir der Fischdöner einfach nur mehr so klar gemacht und man muss da auf der Hut sein, weil das ist ja so ein banales Beispiel. Mein Gott, die hat dann Fischdöner gegessen, der ihr nicht geschmeckt hat. Ich meine, das ist ja Beispiel aus dem Alltag, aber es steckt so viel dahinter. Ich lasse mich von der Masse leiten. Ich meine, ich muss dazugehören. Ich meine, ich verpasse irgendwas in meinem Leben. Und das ist völliger Bullshit. Ich verpasse gar nichts. Wenn ich bei mir bleibe, wenn ich mein Ding mache, wenn ich in meinem Glanz bin, in meinem Divine Design, ich verpasse niemals was. Nie. Nein, ich lasse mich nur ablenken. Ich lasse mir Zeit und Energie und Ressourcen stehlen oder ich stehle sie mir selber. Weil ich tatsächlich denke, das wäre wichtig, auf den, sag ich mal, Fischdöner, Schauplätzen und Schlangen dieser Welt eine Rolle zu spielen und auch da drin rumzustehen. Ja, und ich mache da, glaube ich, immer nur ein separates Video, das Thema Fokus. Ich habe meinen Fokus auf mich verlassen. Was will ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich auf den Rooftop bauen. Und habe meinen Fokus aber vollkommen wieder von meinem Ziel, wo ich jetzt hin will, weil ich weiß, dass dort toll ist, abgeschweift, habe mich da in die Schlange gestellt, habe wieder Zeit verschenkt oder bin wieder ins Human Design gegangen, nur weil ich meinen Fokus verlassen habe, meine Klarheit verlassen habe. Und das ist ja so wichtig, wenn ich weiß, ich will dorthin, weil es mir da gefällt, weil es mir da gut tut, dann schaue ich nicht nach links und rechts, da rausche ich da vorbei und folge meiner Energie, oder? Also ich meine, das ist ja für mich auch das Wochenende nur so ein wertvolles Erkenntnis gewesen. Ich fokussiere mich ausschließlich nur noch auf mich, was ich will. Ich kümmere mich nicht mehr um Nebenbaustellen und so weiter, sondern ich kümmere mich um mich. Ich fokussiere mich auf mich, ich sorge für meine Klarheit, wie will ich es wirklich, wirklich haben. Und dann mache ich alle Menschen damit glücklich. Wenn ich klar bin, fokussiert bin, wenn ich weiß, was ich will, dann ist jeder Mensch, der wo mit mir da ist, in meinem Bewusstsein, der ist mega happy, der ist auch klar. Der weiß auch, wo sein Fokus ist. Also das Wochenende war so, so viel mehr, dass jetzt das Video sprengen wird. Aber das ist das. Ich steige nicht aus meinem Divine Design und da auf dem Weg zu was Tollem bin ich ausgestiegen ins Human Design, habe mich da in die Schlange angestellt. Macht auch nichts, ich kann ja jederzeit wieder einsteigen. Aber für mich persönlich war das auch das Fokus. Fokus, Klarheit, wie will ich es haben? Und da hat der Dönerstand null dahin passt. Obwohl alle da anstanden. Obwohl alle da anstanden. Und trotzdem war er eben auch wieder wichtig. Er war mega wichtig. Weil wir halt immer wieder dieses Anecken haben müssen, um zu sehen, oh, da bin ich jetzt auf eine Richtung, da will ich gar nicht hin. Und dann kann ich wieder meine Richtung einnehmen und
muss mir aber auch das eingestehen und sagen, ja, nicht ich habe jetzt da versagt, sondern nein, ich habe überhaupt nicht versagt, sondern ich habe Autoscooter, Boxauto gespielt und bin da wieder angeeckt und dann bam, abgeprallt und buh. Wo geht's denn wirklich hin, oder? Wo und da ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man sich da nicht ewig lang damit beschäftigt, warum bin ich da jetzt hingegangen und so. Nein, ich war drinnen, es war Human Design, zack, ich gehe wieder weiter, da wo es mir gefällt. Also, dass man gar nicht so lange dann da hängen bleibt, wieso und weshalb und warum und sie ärgert und macht, sondern ich bin einfach kurz auscheckt und ich check sofort wieder ein und dann weiter geht's. Ja, und das hat dir auch wieder für dich so diese Klarheit gemacht, wie groß du es eigentlich haben willst, dein Leben. Wie ja. groß du eigentlich dein Business haben willst. Wie groß und ausgewöhnlich du, die jetzt wirklich dieses Prinzip auf Ultra-Mind-Level verstanden hat, dir nochmal einzugestehen und zu sagen, ja, und ich setze mich da ganz oben auf diese Spitze und ich lebe mein ganzes Leben hundertprozentig aus diesem absoluten Prinzip heraus und ich weiß, wer und wie ich denken muss, wer ich sein muss, wie und ich denken muss, damit ich all diese riesengroßartigen Sachen realisiere für mich. Ja. Und wenn ich es für mich realisiere, realisiere ich es für mein ganzes Universum. Und das ist, was ich tun will, weil das macht mir Spaß. Eben, jetzt ist der Spaß da, oder? Jetzt ist das aufgeräumt. Jetzt weiß ich, an was das liegt. Also klar, bei mir ist auch nicht jeder Tag toll, aber ich weiß, an was das liegt. Und jetzt ist einfach diese wahnsinnige Freude da, wo du denkst, wow, ich habe wieder was entdeckt, ich habe was entdeckt. Da denke ich noch falsch, da habe ich noch falsche Annahme, dann bereinigt man das. Und man traut sich einfach so limitlos denken. Das ist mir jetzt auch durch unsere Gespräche wieder nur so klar geworden. Es ist ein Wachstumsprozess und ich will ja jetzt nicht stehen bleiben, ich will wachsen und man sieht immer mehr, oder? Der Filter geht immer weiter auf und man sieht, wow, 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 was ist denn möglich? Und es ist für jeden von uns möglich, wenn ich diese Prinzipien verstanden habe, wenn ich mich traue, dass ich es mir vorstelle, wenn ich traue, dass ich darüber sprechen kann, was will ich. Was ist meine Vision, oder? Und das ist, was so Spaß macht. Und es wird immer ein Wachstumsprozess sein, weil wenn es kein Limit gibt, dann ist immer nur mehr möglich. Und an dem habe ich jetzt im Moment Freude. Und auch da werde ich mich jetzt persönlich wieder weiterentwickeln. Der Andrea setzt sich absolut auf ihren Lebensthron. Ja? Und sie kommt mit in absolut. Und ihr werdet sehen, was hier noch möglich ist. Und alle, die Andrea schon begleitet haben auf ihrem Weg, die kennen sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr, und denken, das ist eine andere Frau. Und das ist es. Wir werden andere Menschen, wenn wir ein anderes Leben leben. Weil wir sind zuerst anders und dann wird das Leben anders. Und es ist nicht so, dass das Leben anders wird und ich passe mich meinem Leben an. Das ist nicht möglich. Ich kann Quantenschritte machen, aber ich muss bereit sein, meine alte Identity loszulassen, meinen ganzen Shit anzuschauen und mich durch ein Nadelöhr zu pressen. Das heißt, es ist ohne Gepäck. Ich presse mich durch dieses Nadelöhr. Das steht auch in der Bibel, das Kamel, das sich durch das Nadelöhr presst. Das kann nur durchs Nadelöhr, wenn es das ganze Gepäck, diesen ganzen Camelbags ablegt, diesen ganzen Bullshit, diese ganzen Ängste, diese ganzen, ich muss auch Dönerstand anstehen, Geschichten aus dem Kopf verbanne und einfach sagen, das ist mein Leben, mein Universum, meine Regeln, mein Ding ist geil. Und die Menschheit wartet darauf, weil ich bin die Menschheit. Ich bin die Menschheit, ich bin das Universum, ich bin die Energy. Ich bin Gott, ich bin göttlich, ich bin göttliches Design, ich bin ausgestattet mit allem, was es braucht. Es fehlt mir nichts. Du wolltest noch was sagen? Ja, weil es so toll ist, weil das Umfeld, die Menschen, die ich schon jahrelang kenne, die gehen mit. Higher Level, die gehen mit absolut Ultramind. Also das ist ja das Fantastische. Also ich gehe ja nicht allein wohin und stehe da dann allein, sondern die, wo ich will, die nehme ich mit und
Ich treffe aber so viel Leute auf diesem Level während der Reise wieder, oder? Und das ist ja das Tolle, weil ich denke, am Anfang haben vielleicht auch manche Angst, ja, dann bin ich allein, wenn ich jetzt auf einmal abgehe wie eine Rakete. Nein, wenn ich das zulasse, geht mein Umfeld mit ab. Die wandeln sie mit mir. Das finde ich nur so wichtig, oder? Weil sonst hat man vielleicht Angst, vielleicht geht keiner mit. Die gehen mit, wenn ich sage, die gehen mit, dann gehen die mit. Die haben genauso Freude, wie du dann hast, wie ich habe. Die haben alle Freude. Oder das ist ja eigentlich auch das Fantastische. Man transformiert alle. Nicht alle und alles. Sondern die Menschen, ich sehe so viele Menschen jetzt inklusive meiner Mutter, oder die, wo die Reise schon länger kennen, wissen, es war auch nicht immer leicht, oder? Aber die lebt auch in Freude. Und jeder, wo mit mir im Moment in Kontakt ist, der hat dieselbe Freude wie ich. Und das ist ja das Fantastische. Und es kommen immer mehr Menschen mit dazu, die auch Freude haben, weil es mein Vibe ist. Es ist meine Energie. Und in der Energie ist mein Leben, meine Welt ist. Immer in der Energie, wo du bist, ist dein Leben auch. Und alle Menschen schwingen immer in der Energie, wo du bist. Und es geht jeder mit, wo du willst. Und wenn das man. Das Geld geht eben auch mit. Das Geld geht auch mit. Weil das Geld ist alles, nur. Der Erfolg. Alles. Geld, Körper, alles ist eine Manifestation aus deinem Seinszustand, aus deiner Energie. Es ist ein Spiegel. Es ist ein Spiegel, es ist nur ein Spiegel und du kannst Geld hernehmen, du kannst, keine Ahnung, was du als deinen Spiegel ansiehst und letztendlich ist nun mal alles ich. Ja. Alles ist ich. Also liegt es daran, dass ich mich als das Allergeilste selber wahrnehme in meiner Divine Design Identity, absolut und bedingungslos, und mein ganzes Leben richtet sich danach, wenn ich es verstanden habe. Wenn ich es verstanden habe. Und so heile ich eben. Die Andrea hat ihre Mutter komplett geheilt auf allen Ebenen. Aber erst wurde die Mutter geheilt, nachdem die Andrea diese Ansichten, diese Meinungen, diese Überzeugungen, diese Ängste für sich transformiert hat. Und dann ging ja die Transformation automatisch. Also automatisch. Und alle, die Partner, SB, Familienmitglieder, Kinder, sie es immer wieder heilen, lass die Leute in Ruhe. Lasst die Leute in Ruhe und macht euren Job. Macht euer eigenes Rising Up. Das Programm ist grandios, es funktioniert hundertprozentig. Und wer noch nicht so weit ist, die Andrea hat jetzt ihre Selbst-Love-Challenge verlängert. Erzähl mal ein bisschen darüber. Wie kommt man da hin? Um was geht es da? Was gibt es da? Was kriegt es da? Ja, also es ist mega, mega cool. Und die ist vor einem Monat Mitte September gestartet. Und es sind 19 wunderbare Frauen mit dabei. Und eigentlich wäre es nur 10 Tage gegangen, aber ich habe so eine Freude dran gehabt. Ich habe wirklich so Freude gehabt, die Leute machen mit. Es herrschen so viele tolle Erkenntnisse, Transformationen, dass ich jetzt entschieden habe, ich verlängere es bis zum 31. Oktober. Also du kannst da immer nur beitreten. Ich mache gerne noch den Link und das Video ist eine kostenlose Gruppe mit Austausch. Ich gebe Inputs, es gibt Aufgaben, es gibt Wochenaufgaben. Es geht wirklich ums Thema Selbstliebe. Was heißt Selbstliebe? Im Moment ist Aufgabe, was ist die beste Version von mir? Oder es geht hauptsächlich geht's um dich ganz allein, oder? Wirklich um dich als Schöpferin, um dich, dass du dir auf deinem Thron des Lebens sitzt, dass du verstehst, dass du den Raum erschaffst, dass du das Feld eröffnest in deiner Energie, dass du lernst, in deiner höchsten Version deine Vision zu leben, dass wir alles abschütteln. Wir haben schon das Thema Widerstände behandelt. Wie kann ich Widerstände
Abschütteln. Wir haben schon alles, was über uns am Podest ist, haben wir schon abgeschüttelt. Es gab auch schon ein Date mit uns allein als Aufgabe. Also es geht wirklich um dich, dass du deinen Glanz erkennst, dass du deine Stärke erkennst. Ich habe 2 Jahre so viele Tools bei der Patricia lernen dürfen. Ich bin selber den Weg gegangen. Ich kenne die Stolpersteine alle. Du kriegst da eine Abkürzung, weil ich weiß, an was das liegt. Ich kenne jede Situation. Also wirklich, ich bin überall mal eintaucht, mal mehr, mal weniger. Und ich weiß aber auch den Weg raus. Ich weiß ja den Weg raus. Und die ist jetzt nur kostenlos bis 31.10., weil ich mit mir selber so glücklich bin, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, weil ich will, dass jeder versteht, dass jeder alles haben kann, dass nur eine energetische Sache ist, dass nur die Energie das Leben regiert oder dass nie um was im Außen geht und dass wenn ich dann mein Außen gestalte, wenn ich schon meiner höchsten Version bin, oder dann gestalte ich mein Leben auch ganz anders, weil dann bin ich da oben und dann gestalte ich meinen Mann da oben, mein Business, mein Konto. Kontostand ist ja nur immer Konsequenz. Mein Erfolg manifestiert da oben. Ich bin gesund. Ich kann mich selber verwirklichen in meiner schönsten Version, oder? Und das Außen ist dann nur on the top. Das ist nur Sahnehäubchen, was dann dazukommt. Und das kommt. Ich kann es euch versprechen, das kommt in seiner schönsten Version. Aber wichtig ist wirklich die Basis. Und deshalb habe ich es auch verlängert, weil ich so eine Freude dran habe. Weil ich anderen so gerne meinen Weg erzähle, auf ihrem Weg begleite, oder weil es jeder einfach verdient hat, dass er das erleben kann. Und Und da, für und jeden das, ist es gedacht, wir sind das alle ist für jeden geboren, gedacht. um diese Divine Design Reise zu machen. Und Für ja. alle. Und wir sind alle in den sogenannten Scheiß reingeboren, den jeder für sich auf dem Buckel hat, um zu erkennen, dass wir nicht die mit dem Scheiß auf dem Buckel sind. Ja. Und das macht so Spaß, wenn man es wegräumt und jeden Tag einen Erfolg hat. Wow. Und in der Challenge kannst du deine Fragen stellen, wirklich alles, deine Aufgaben teilen. Also wir haben mega Freude, also komm auch mit dazu. Ich teile den Link dann noch unterm Video und ja, ich freue mich dann. Also ich werde es auf jeden Fall machen, die Andrea. Ich bin so froh, dass sie jetzt absolut weitermacht, weil wir haben so einen Spaß bei diesem geilen Leben kreieren und bei Geld kreieren und bei Gesundheit kreieren. Und das ist nicht immer einfach. Aber es macht echt einen Scheiß Spaß. Und Ja, ich wüsste auch nicht, ja, was es Besseres gibt, als zu sehen, was kommt raus. Wenn ich einfach nur eins, die Sachen so nehme, Vision, wie komme ich dahin? Und einfach noch diese Geschichte von der Massage, weil die halt auch wieder so fantastisch ist, weil da sitzt man dann mit vollgepresstem Bauch am Tisch und denkt, oh, jetzt Mittagsschlaf wäre toll. Mittagsschlaf wäre doch toll. Einfach mal so hinlegen und schön, sagt Andrea, schauen wir mal, wo es eine Massage gibt. Und sagt, ja, schau mal, wo es eine Massage gibt. Dann hat sie geschaut und dann sind wir dann dort in diese Richtung gelaufen und dann sehe ich dann dort, oh, da gibt es auch Massage, schau mal. Und sind wir reingelaufen, war so ein Typ da und dann haben wir gesagt, ja, wir hätten gerne Massage. Zwei Masseurinnen, jeweils 1 Stunde, wenn es geht, bitte. Und er so, ja, warten, ich telefoniere. Dann hat er telefoniert, dann hat er dann noch gesagt, ja, also wir sollten eigentlich das für 50 Euro buchen, weil es gab noch andere Massagen. Aber er hat gesagt, wir sollen das Geld sparen, wir sollten eigentlich nur 50 Euro Massage buchen und das dann so sagen, wie wir das haben wollen. Das war ja auch noch, der hätte uns ja noch beraten, Geld zu sparen. Na gut, dann haben wir gesagt, ja super. Dann hat er gesagt, ja gut, dann geht sie jetzt mit dem Typen, geht sie dem nach. Dem Typen geht sie nach. Okay, gehen wir dem Typen nach. Dann sind wir dem Typen nachgegangen, über die Straße, in die nächste Querstraße, in ein leerstehendes Hotel. Dann sagt er, bitte 10 Minuten warten. Dann sage ich, jo, da war ein SIM-Kartenladen, eine SIM-Karte, ich bräuchte eigentlich nur eine SIM-Karte, damit am Abend das Rising Up funktioniert, weil das Hotel-Internet war nicht so wunderbar. Ah ja, gut, dann gehen wir dorthin. Da hat er uns dorthin gebracht und dann stand er dort, während der andere Verkäufer mich beraten hat, ohne Hetze, ohne nichts. Dann habe ich dem Mann gesagt, ist denn die Masseurin schon da? Ja, ist weg, kein Problem. Dann sind wir wieder zurück, dem wieder nachgelaufen, in ein leeres Hotel. Dann war wieder ein anderer Typ da.
Dann kam irgendwann meine Masseusin und die hat uns mitgenommen in einen Keller. Wir sind in den Keller runtergefahren, so, okay. Und es war alles so super crazy und dann war diese unscheinbare Frau und hat die abartigste Massage von Gottes Erdboden gegeben. Also die war wirklich absolut mega. Sensationell. Die war sensationell. Und aber das war, da musst du bereit sein. Du musst bereit sein, fremden Menschen in fremde Hotels nachzulaufen und keine Ahnung, du musst einfach wissen, das ist alles in bester Ordnung und ich kriege am Ende das, was ich will. Ja, und da sie ja allein war, Patricia, begonnen habe ich sogar noch meine Liege zum Schlafen gekriegt, weil ich wollte so gern Mittag schlafen, weil auch das hat sie verwirklicht. Ich konnte schlafen. Genau, bis du dran warst, hast du geschlafen. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, wenn ich jetzt auf die Andrea warte, dann könnte ich ja ein bisschen was erledigen. Aber dann, na, ich schlafe auch. Das war kühl, das war dunkel, das war eine gemütliche Massageliege. Und so haben wir alles bekommen, was wir wollten. Wir haben relaxed, wir haben geschlafen, waren dann hinterher, waren wir wieder erfrischt und ja, es war einfach alles da. Aber der Verstand, wenn wir gedacht hätten, oh mein Gott, was ist das für ein Typ und wo bringt er uns dahin und dann schon wieder in ein anderes Hotel und hä, wie ist es jetzt und wer ist jetzt zuständig und so weiter und so fort, völlig scheißegal, das wird sich schon ausgehen. Nachher haben wir gesagt, ja, wir haben aber leider kein Cash, wir müssen mit der Karte zahlen. Und hat sie auch wieder telefoniert irgendwie auf Türkisch, dann hat sie gesagt, ja, es sei in Ordnung. Dann ist sie mit uns in eine Bar gegangen, hat den Kellner angehauen, hat dem wieder irgendwie gesagt auf Türkisch, wir müssten jetzt hier Massage bezahlen. Und dann haben wir Massage bezahlt. In der Bar. In der Bar. Aber gut, die war dann zufrieden, alle waren zufrieden. Und wir hatten, was wir wollten. Und ja, das hat sich so optimalst erfüllt, so hätte der Verstand nicht planen können. Und wir waren schon in der Bar und konnten dann was Leckeres trinken. Genau. Es war auch gut. Mega, das war eine mega hübsche Bar, chillig, wirklich toll. Also der Verstand denkt natürlich, wieso zahle ich jetzt hier meine Massage in der Bar? Aber gut, jeder war zufrieden. Egal. Und so funktionieren diese Dinge. Und wenn ich mir keine Sorgen mache, weil ich weiß, wenn ich nur an mir arbeite und wenn ich meine Energie, das heißt, wenn ich, wer ich bin, nicht verlasse und nicht zum Opfer werde, nicht zum Ängstling werde, nicht zum Bedrohten werde, nicht zum Nicht-Unterstützen werde, dann unterstützt mich die ganze fremde Welt. Und ich muss keine Sprache sprechen, ich muss niemanden verstehen, weil ich einfach nur davon ausgehe, das ist geil, das funktioniert perfekt, ich kriege alles, was ich will, ich kriege immer alles, was ich will, muss mir keine Gedanken machen. Und dahin zu kommen, dann eben auf Türkisch, wo du eh kein Wort verstehst, und das dann einfach zu machen und zu wissen, das ist alles super, super, super perfekt, ist schon grandios. Entschuldigung? Ja, ich bin fertig. Du hast keinen Stress, nie wieder in deinem Leben. Nie wieder. Du bist relaxed, hast Freude. Eben, es legt sich dann auf alles um. Ich habe im Alltag nicht mehr Stress. Ich habe Projekte. Ich habe keinen Stress mehr. Projekte und die Manager. Ich habe keinen Stress mehr. Und auch da, das hat sich Hand in Hand ergeben. Immer richtig, ohne Stress, ohne Drama. Einfach toll. Und es hätte besser gar nicht sein können. Es hätte nicht besser sein können. Und das ist halt das Wichtige, Selbstvertrauen. Weil der Verstand, der wird nie mit einem da in ein anderes, in ein verlassenes Hotel gehen. Aber es hat sich richtig angefühlt. Es war die Energie, da passiert jetzt was Tolles. Oder da kann gar nichts anderes passieren. Ja, und so ist es und das wollten wir jetzt einfach mal mit euch teilen und diese ganze Begeisterung und das ist einfach egal wann und wo und wie und mit wem du bist, du regierst die Welt. Du regierst die Energie,
du dominierst die Energie. Und wenn deine Angst oder deine Zweifel dominieren, in dem Moment ist nun mal in deiner Welt, in deinem Universum, ja, herrscht Angst und Zweifel und du fühlst dich nicht sicher, du fühlst dich nicht gut, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und dabei geht es immer großartig weiter. Du weißt einfach nicht, wer da kommt und wie der aussieht. Und, aber du weißt, das ist dieser Schritt, diese Brücke, die mich genau dahin führt, wo ich sein will, wo ich leben will. Aber wenn du meinst, ich muss an einem Dönerstand anstehen, weil alle dort anstehen, dann geht es halt zum Döner. Da geht es halt zum Döner. Und wenn du aber mehr willst wie ein Döner, dann steht keine Schlange davor, weil es ist ja eh schon da. Man muss nicht warten, man muss nicht anstehen, sondern ich kann sagen, auf den Teller mit dem Zeug. Und das haben wir ja auch vergessen. Man muss doch nicht anstehen. Wir haben ja nie angestanden, wir haben ja nie gewartet. Aber plötzlich haben wir gedacht, ja, warten ist relevant. Also es ist einfach nie relevant. Ich muss nicht warten. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich muss auf was warten, stehe ich an. Und da gibt es ja so schöne Wortspielstelle. Ich bin dann auch eben die typische Angestellte oder der typische Angestellte. Ich stehe einfach wo an. Ich stehe wo fest. Ich stehe in der Schlange. Ich bin angestellt. Und unser Divine Design hat überhaupt keinen Bock darauf, weil es einfach sagt, hey, ist ja echt nicht nötig. Wieso willst du das machen? Musst du nicht. Kannst du dir dann weggehen. Eben, und sobald man sie dann schon fragt, soll ich oder soll ich nicht, ist eh schon kein Divine Design mehr. Das Divine Design weiß immer ganz klar, jawohl. Wir haben ja nie diskutiert, ist das jetzt der Massagesalon. Nein, das hat gematcht, das war der. Und beim Döner, ja, sollen wir jetzt doch anstehen, sollen wir jetzt das machen, ist das was, wird es mir schlecht, passiert das. Das ist ein Nein. Das ist ein Nein. Das war einer von den so wertvollen Sätzen, wo ich es ja mit dir mitgenommen habe, wenn es kein Glas ja ist, ist immer Nein. Und das hat da der Döner wieder gespielt. So ist es. Und ich muss auch vor einem klaren Ja, das eigentlich zum Abschluss noch, niemals eine Angst haben. Weil wenn ich die Entscheidung halte und sage, das ist das, was ich will, dazu sage ich ja, dann wird sich alles danach richten, dass ich diesem Ja treu sein kann, dass ich dieses Ja verfolgen kann, dass ich das gehen kann, dass ich das haben kann, dass ich das erleben kann. Und es ist völlig egal, wenn ich nicht weiß, wie, wenn ich Ja sage, ich will das haben, das Leben, das Erleben, ich will die sein, die so ein Leben lebt, diese Dinge erlebt, dann ist es immer perfekt und genial. Und dann ergeben sich alle Dinge, alle Sachen von alleine. Und dahin zu kommen, einfach zu sagen, ich bin diese Energie und ich muss nichts machen, ich muss nur sein. Und mein Sein erreiche ich durch mein Denken, durch meine Annahmen, durch meine Rückschlüsse. Und das kann so simpel sein, dieses Denken. Und es hat kein Umzug, es hat keine Relation drin, es hat einfach nur Ja und Nein. So simpel. So simpel. Also ihr Lieben, die Andrea wird es dann einfach noch hier alles drunter machen, wo ihr dann mitmachen könnt bei der Self-Love-Challenge. Und ja, der absolutes Business-Programm, das startet im Oktober. Und das ist einfach, ich werde da auch noch in Zukunft noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Das Business-Programm, wo ich einfach ohne Wenn und Aber einfach nur sage, was ich haben will und wie ich mein Business leben will und was ich erleben will mit meinem Business, mit meiner Angelegenheit, mit dem, was für mich halt wichtig ist. Was für mich wichtig ist, aber nicht um zu, sondern weil es mir Spaß macht. Weil ich gerade gerne eine Massage habe, weil ich gerade gerne schlafen gehe, weil ich jetzt gerade gerne essen gehe, weil ich jetzt gerade gerne einen Kurs launche, weil ich jetzt gerade gerne eine Self-Love-Challenge mache und diese Begeisterung feiere, weil ich das gerade gerne mache und ich brauche keinen anderen Grund dazu. That's it. Also ihr Lieben, wir sehen uns bald.